Musik, Hüpfburg, Seifenblasen, Essen und Trinken und jede Menge gute Laune beim Baustellenfest auf dem Luckenwalder Boulevard. Und gute Laune braucht man auch während der Sanierungsarbeiten, die noch bis zum dritten Quartal nächsten Jahres dauern werden. Ich freue mich, wenn er fertig ist, aber stören tut es mich, weil man immer suchen muss, wie man in den Fleischer kommt oder beim McGuide. Man immer hin und her rennt, wa? Aber es geht, ja? Es geht, ja. Und was freuen Sie sich, wenn der Boulevard fertig ist? Kommen Sie gern hierher auf die Wenn es nicht zu lange mehr dauert, ja. Meistens dauert es ja länger, als wie Sie sagen, wa? Im Moment zumindest sieht es gut aus. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Die Theaterstraße ist fertig, nun geht es in der Damerstraße weiter. Auch archäologische Funde von Münzen, Gürtelschnallen und einem Glockenfragment aus der Mittelalter- und Bronzezeit halten nicht auf. Wir können uns da wunderbar einklinken, das ist ganz toll abgestimmt mit den Bauleuten. Wenn die sozusagen die Erde aufmachen, legen die ihre Leitung, die gehen in eine Tiefe, wo wir gar nicht mehr hin müssen, sozusagen viel zu tief für uns. Und wenn die Leitungen drin sind, gehen wir in den Graben, sodass sozusagen der Bau einfach fortschreiten kann. Wir wollen jetzt in der Damerstraße noch weitere Leitungen verlegen, Gasleitung und Fernwärme und Trinkwasserleitung und gehen dann in den Schulferien über den kleinen Haag rüber und werden dann in der Schulferienzeit ungefähr 6 Wochen lang die Damerstraße sperren. In ungefähr 14 Tagen fangen wir an mit der Entwässerungsrinne und wenn die Entwässerungsrinne drin ist, dann geht es relativ schnell. Dann machen wir auf der linken Seite zu den Gebäuden hin dann die Gehwegplatten rein, sodass wir in 5-6 Wochen hier ungefähr 100 Meter dann mit Gehwegplatten verlegt haben, sodass dort der endgültige Zustand schon gut zu erkennen ist. Und der soll schön und komfortabel werden. Moderne und glatte Gehwegplatten, barrierefrei. Auch mit Rollator und Rollstuhl sollen die Geschäfte zu erreichen sein. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber gemeinsam soll es klappen. Wir verlangen unseren Bürgern und insbesondere unseren Geschäftsinhabern eine Menge ab, aber die sind gut in den Prozess eingebunden und wir merken ja deutlich, dass die Menschen selbst diese Baustelle miterleben, jeden Tag, in dem sie hier vor den Geschäften sitzen, Eis essen, sich einen Snack holen und ähnliches, merkt man, die Luckenwalder wollen den Boulevard neu haben und ziehen mit uns an einem Strang. Ich denke mal, für Luckenwalder wird es schön werden. Ja, ich wohne ja hier fast in der Nähe, das ist eigentlich gut, ja. Bestimmt. Ist ja doch so ein bisschen das Herz Luckenwaldes, oder? Ja, klar. Das war ja schon vorher immer schon so. Wenn es noch besser wird, warum nicht? Weil der Boulevard schon ewig das Gleiche war und nie viel passiert ist und es eher hässlicher wurde mit den Baulücken und allem, finde ich das schon recht schön, dass auch mal hier wieder ein schöner Platz geschaffen wird, ne? Denk doch. Nutzt du den Boulevard denn gern? Ja, klar, aber nicht wie er jetzt war. Das war da nicht mehr so schön. Wir warten auf den neuen. Der neue Boulevard soll die Innenstadt verändern und attraktiver machen. Aber es wird darauf geachtet, dass er im Kern erhalten bleibt, mit Wiedererkennungswert. Der Karidelbrunnen selber wird vielleicht etwas frischer sein, dadurch, dass wir jetzt die unterschiedlichen kleinen Wasserstrahlen gleichmäßig ansteuern können und auch noch eine Beleuchtung drin haben. Und es wird dahinter ein Wasserspiel geben, das heißt, es werden Schaumdüsen aus dem Boden heraus auf einen gewissen Spaß, einen Anziehungspunkt noch einen neuen bilden, dass man hier bei heißen Sommertagen auch einfach mal barfuß durchs Nass laufen kann. Die Mitte des Boulevards wird größer, sodass dort auch Veranstaltungen möglich sein werden. Bis es soweit ist, heißt es abwarten und den Bauarbeiten ihren Lauf lassen.